Mündet der Krieg in der Ukraine doch noch in einer nuklearen Katastrophe? Ganz ausschließen kann man die Sorge nicht, seit das Atomkraftwerk Saporischschja immer wieder unter Artilleriebeschuss liegt. Moskau und Kiew machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Jetzt legt der ukrainische Präsident Selenskyj nach mit der Aussage, auch die EU-Staaten könnten vom nuklearen Fallout getroffen werden, je nachdem, wie der Wind steht. Wegen der drohenden atomaren Katastrophe hat sich inzwischen auch UN-Generalsekretär Guterres eingeschaltet. Dort, wo 6 Druckwasserreaktoren stehen, wird geschossen mit Rohrartillerie und Raketenwerfern. Das dortige Atommülllager sei getroffen worden. Immer mehr ukrainische Mitarbeiter des AKW quittieren den Job, fliehen aus der Stadt. Eine brandgefährliche Situation warnt der ukrainische Staatschef in einer Videobotschaft. Jeder radioaktive Zwischenfall im Atomkraftwerk Saporischschja könnte auch zu einem Schlag gegen die Staaten der Europäischen Union und gegen die Türkei und Georgien und gegen weiter entfernte Staaten werden. Alles hängt nur von der Richtung und der Stärke des Windes ab. Gegenseitig werfen sich beide Länder vor, das AKW zu beschießen. Russland hatte den Vereinten Nationen vorgeworfen, einen Besuch von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde in dem AKW verhindert zu haben. Dies sei falsch. UN-Generalsekretär Guterres hat dazu mit dem russischen Verteidigungsminister Shoigu telefoniert. Das UN-Sekretariat ist nicht befugt, Aktivitäten der IAEA zu blockieren oder abzubrechen. Es ist ihr Mandat, sie führen die Mission und wir werden sie in allem unterstützen. Aber dafür muss es eben auch die Zustimmung von Russland geben, die das AKW seit März kontrollieren. Eine von 42 Staaten geforderte Übergabe des Kernkraftwerks an die Ukraine lehnt Russland ab. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.